In diesem Video möchte ich mir das Oldshark USB Micro-USB Ladekabel mal anschauen. Beworben wird es mit dem besten Kabel. Hier steht hier vorne groß drauf, Original, High Quality steht hier unten noch und hinten steht sogar, wer ist no best but better. Also da kann man ja wohl was erwarten. Immerhin, ich habe 87 Cent bezahlt, war bei GearBest, ein MyDeals-Angebot sozusagen. Und habe mir gleich 5 bestellt. Ich meine, was kann man da beim besten Kabel überhaupt falsch machen? Ja, eins habe ich mal hier ausgepackt und damit ihr seht, dass ich euch hier nicht bescheiße, machen wir mal einen Referenztest. Ich habe so einen USB-Multimeter zugegeben, kann der nur die Eingangsleistung an Ampere messen, nicht was jetzt hier hinten rauskommt, aber ja, das ist eigentlich relativ zuverlässig, der Test sitzt, Kupfer verliert jetzt da nicht so viel über die Wegstrecke. Ich habe jetzt hier mal die Powerbank von EasyEgg, die hat eine Eingangsleistung, also die kann ich mit 2 Ampere laden. Wer das mal hier sehen möchte, und hat 2 Ladeanschlüsse. Einen benutze ich jetzt und man sieht jetzt, die geht auf 1,4 Ampere geht das hoch. Das kann das Originalkabel aushalten. Genau, also mehr kriege ich da jetzt wahrscheinlich nicht raus. Angeschlossen ist es an einem USB-Ladegerät, das deutlich mehr könnte. Das könnte 2,4 Ampere. Aber die Powerbank kann ja nur 2 maximal. Ich stecke es nochmal in das andere rein, was da rauskommt, 1,3, ja, das waren so die Werte, die ich auch beim Testen hatte. Und jetzt kommen wir mal zu dem Oldshark-Kabel. Genau, also jetzt bestätigt das auch nochmal so die Ergebnisse, die ich im Test hatte. Es geht jetzt hier nicht über 1 Ampere raus. Ja, bleibt bei 0,9, hatte ich jetzt auch schon im Test. Jetzt bleibt es hier bei 0,8. Komisch ist auch immer, ich weiß nicht, ob das der Ladekontroller in der Powerbank ist. Wenn ich es neu reinstecke, dann kommt manchmal mehr raus. Ja, jetzt sind wir auf 0,8, 0,84. Ja, also so 0,9 habe ich damit jetzt schon erreicht. Also wenn ich es, müsst ihr mir jetzt mal glauben, ich kann es auch mal hier in das andere, die andere Buchse stecken. 0,88. Kommt mir ja an die her. Jetzt haben wir 0,9. Genau. Hat sich jetzt auch nicht großartig verändert, es werden auch die 5 Volt gezogen, also das passt soweit. Aber besonders gut ist jetzt das Kabel also nicht. Was lädt denn so ein Handy in der Regel, dass man mal eine Referenz hat? Ich habe hier BQM5, das stecke ich jetzt hier gerade mal dran. Das kann mit 1,2 oder 1,3 Ampere maximal laden. Und auch da kratze ich zwar an dem 1 Ampere, komme aber nicht wirklich drüber. Also das Handy ist auch Standby. Witziger Effekt ist, dass wenn ich jetzt das Black, ich habe hier noch so ein Blackberry, wenn ich das jetzt anschließe, habe ich auf einmal über 1 Ampere. Ob das irgendwie anders lädt und die Datenleitung irgendwie auch noch ausnutzen kann, ich habe keine Ahnung. Es scheint mir jedenfalls so. Aber auch das BlackBerry kann ich bei deutlich mehr laden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wenn ich jetzt da mal das EasyEgg-Kabel nochmal dran mache. Also ihr seht schon, 1,25, ja, das sind die Werte, die ich da normalerweise habe beim BlackBerry. Ja, ist also auch nochmal drüber, also auch da ist das beste Kabel, wohl doch nicht das beste Kabel. Also, ja, für 87 Cent will ich da jetzt nicht meckern, aber ich glaube 5 Euro ist der reguläre Preis, da kriegt man deutlich bessere Kabel von Anker, Aoki, EasyEgg auf Amazon. Der Haken an der Sache ist auch, der Hersteller gibt bei der Produktbeschreibung hier gar keine Ladegeschwindigkeit an. Darauf sollte man also achten, dass eine Mindestladegeschwindigkeit dasteht. Er gibt aber an, wie viel Mbit oder ich glaube Megabit, müssen wir gleich mal schauen, er pro Sekunde übertragen kann. Und dazu gehen wir jetzt mal an PC und da habe ich aber ein anderes Referenzkabel. Wir sehen uns gleich. So, wir sind am PC und ich habe jetzt als Referenz hier einfach mal das Kabel von BQ genommen. Das war im Lieferumfang vom Handy enthalten und hat eigentlich auch immer gute Dienste geleistet. Ich kopiere jetzt eine 400 Megabyte große Datei einfach mal aufs Handy und wir schauen mal, wie lange das dauert. Ich kann es euch leider erst im Nachhinein zeigen, das hole ich mir einfach von der Videospur die Zeit.
So, das hat jetzt ungefähr 17 Sekunden gedauert, sagt meine manuelle Stoppuhr. Und das gleiche jetzt nochmal mit dem Old Shark Kabel. So, jetzt ist das Kabel von Old Shark dran und ich lösche mal hier wieder und übertrage nochmal neu. Also hier bin ich jetzt auf 17 Sekunden mit einer kleinen Kommazahl hinten dran, aber das kann auch dran liegen, dass ich einfach zu langsam reagiert habe. Also die Übertragungszeit für eine 400 MB-Datei ist identisch. Und ja, von daher zum Dateiübertragen kann man es nehmen, zum Laden kann man es bedingt nehmen. Aber für die 5 € oder 4 €, was das Kabel bei Gearbest als regulären Preis hat, ist das Kabel definitiv überteuert. Da kriegt man schon bei Amazon aus Deutschland gelieferte Kabel für weniger Geld.